Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht es gut oder besser zumindest. So viele haben mir wieder geschrieben, dass sie auch Grippe haben im Moment. Lukas ist heute wieder in die Schule gegangen. Ihm ging es gestern Abend schon wieder besser, Gott sei Dank. Ja, ganz fit war er jetzt nicht, aber es ging wieder. Er hat jetzt so viele Fehltage schon die letzten Monate wegen diesen ganzen Erkältungen, Grippe und so weiter. Deswegen habe ich gesagt, gehe heute lieber bei. Heute sind halt wichtige Fächer dran und er hat schon ein bisschen verpasst. Und ja, es wird halt immer komplizierter jetzt in der Schule und deswegen. Leone kocht. Nee, Schatz. Kochst du und stehst da drin? Was hast du mit der Schublade gemacht? Der kleine Mann schläft. Wir müssen heute einen Großeinkauf machen. Wir wollen heute zu Aldi, zu Kaufland, zu DM und vielleicht noch, wenn es die Zeit erlaubt, mal gucken, Herr Reuert heute früher aus, zu Deichmann. Leonie passen ihre Sneaker, Frühlingsschuhe nicht mehr aus. Da stehen schon die ganzen Kisten in ihren Flaschen, die kann ich eigentlich schon in den Flur stellen. Das mache ich jetzt auch, Küche habe ich auch schon sauber gemacht. Ich muss nur noch die Flaschen machen und das abtrocknen, dann ist hier fertig. Genau, und ich wollte mir ein Getränk machen. Und zwar wieder ein Wasser mit Geschmack. Was nehme ich denn heute? Ich muss mal gucken, was ich nehme. Ich war gerade am Briefkasten. Da war eine Mahnung drin. Ich war jetzt vergessen, meine Steuern zu zahlen oder unsere Steuern zu zahlen. Ich finde es immer so lustig. Ich mach's wieder rein, ja. Ich finde es immer so lustig, dass das bei sowas ist Deutschland ganz schnell, ne? Bei anderen Sachen, bei wichtigen Sachen leider nicht. Ich bin ganz schnell oben. Ich habe keine Windeln mehr. Den kleinen. Oh, hier liegt eine Socke. Gelüftet habe ich schon. Okay, die kommt auch. Ganz schnell auffüllen. Zack. Hältst du fest? Ja. Elias? Super. Und warte auf Mama. Wir laufen zusammen. Alles alleine, ich weiß. Schon ein großes Mädchen, ne? Ja, Mama. Mama. Starkes Mädchen. Ja. Super. Sena hat ihr das Playmobil. Oh, ich bin aus der Puste. Das Playmobil aufgebaut gestern. Sie liebt es. Ich habe jetzt bestimmt schon 5-mal im Labor angerufen. Ich habe es ja die ganze Zeit jetzt verschoben. In Stuttgart. Sollte ja zum Blutgerinnungszentrum, Praxis, wie auch immer. Die Überweisung zählt nur noch diese Woche. Wenn ich keinen Termin diese Woche bekommen sollte, muss ich natürlich eine neue Überweisung holen. Aber ja, ich habe es irgendwie die ganze Zeit verschoben. Ich bin immer noch so traumatisiert von dieser Geburt. Das hat mich echt fertig gemacht, diese Geburt. Ich habe die ganzen Jahre immer Glück gehabt. Aber diesmal, ja. Ja, mal gucken, vielleicht erreiche ich heute noch jemanden. Ich rufe gleich nochmal an. Kleiner Mann, bist du wieder frisch. Und was macht die Kuh im Wohnzimmer? Hm? Macht die Kuh da im Wohnzimmer? Ist hier jemand eingebrochen? Was ist hier passiert? Hm? Ist umgefallen? Oder haben die eine Party gemacht? Leonie hat den ganzen Inhalt hier zerfetzt. Oh, das schmeckt das. Hast du gekocht, mein Schatz? Hm? Was ist das? Ich hab das ja hier noch gar nicht gezeigt, meine neue Ketchup. Die ist so hübsch. Das war so eine tolle Überraschung von meinem Punkt. Und es ist einfach so geschickt. Richtig cool. Ich habe mich so gefreut. Ist so lieb. Der kleine Mann mag es übrigens, nicht mehr so sehr in diesem Tuch umgetragen zu werden. Nach, keine Ahnung, ein paar Minuten
fängt er an rumzubrüllen. Super, was machen wir mit dir? Ja. Du willst schon laufen und spielen, gell? Mit deiner Schwester, ich weiß. Du willst nicht mehr rumliegen. Im Kinderwagen, wenn ich ihn hinlege, geht er die ganze Zeit nach vorne. Ich will aufstehen und gucken. Morgen ist er 4 Monate alt schon. Wenn das Wasser kocht. Und was wollte ich euch jetzt erzählen? Was wollte ich Ihnen jetzt gerade sagen? Abends ist der Husten ganz schlimm. Gestern auch wieder. Tagsüber geht's, aber abends fängt es an und nachts ist immer echt. Dann wecke ich den Kleinen und die Kleine wird wach. Das ist echt Wahnsinn. Blöder Husten. Was wollte ich euch jetzt erzählen? Ach so, genau. Einige hatten mir so einen Tipp gegeben. So ein, ich glaube, Kittybot heißt es, für den Kinderwagen. Dass ich das größere Kind halt hinsetzen kann. Aber was mich an dem Ding stört, meine Schwester hatte das, dass das in der Mitte vom Wagen ist. Jetzt habe ich aber gestern was Cooles gefunden. Und zwar gibt es eine Ausführung, die an der Seite befestigt wird. Also dass das Kind halt an der Seite mitfährt und man Platz hat zum Schieben. Ist zwar nicht ganz günstig, ich habe jetzt auch bei eBay Kleinanzeigen und eBay geguckt, aber leider nichts in der Nähe. Ja, so mal gucken, ob wir das bestellen oder nicht. Auf jeden Fall wäre das mega praktisch und Leonie hätte so ein Lenkrad, wo sie halt drin sitzt, wie in so einem Auto. Richtig cool, ich glaube, da hätte sie auch Spaß. Jetzt kommt die Sonne raus, voll schön. Ja, oder was? Ich weiß nicht, ob du nach links oder rechts. Aber wir suchen immer so einen Wagen, der nach links oder nach rechts hat, oder? Ja, der ist aber okay. Hier sind die Wagen. Die kleinen. Sie sucht schon. Da ganz rechts drin. In der Reihe. Süß. Für Mädchen und für Junge. Hallo. Ich sag zu den Leuten draußen Tschüss und die reagieren dann. Oh. Guck mal, Wagen schieben. Guck mal, Wagen schieben, Lina. Das ist die Frage. Papa? Also, Papa, was was wollte ich denn? Ich brauche wieder mein Shampoo. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, das wird immer teurer. 4,75. Warum? Oh, oh. Weil das Paket wahrscheinlich mit dem Messer aufgemacht wurde. Ja. Die sind alle kaputt, alle oberflüssig. Aber nicht komplett durch. Anscheinend nicht. Weil sonst trocknet das aus. Musst du ihr geben, sie belädt es dann. Achso, ja, aber du sollst nicht reinschmeißen, nicht schmeißen. Super. Was war das? Ja. Okay, so ist ja. Okay, Papa. Was wollte ich denn noch? Okay. Pinzetten. Aber das sind Kosmetiktücher. Ist doch egal, dann nimm die. Softtücher. Das ist das Gleiche. Ja. Ja, aber da sind 60 Stück drin und da sind 100 Stück so. Drin. Also. Hier sind auch 100. Dann nehme ich noch mal so eins mit, weil ich heute, ja. Gestern hatte ich eins auch gemacht. Nicht gar nichts. Premium. 10 Euro. Bückst du dich auch? Vielleicht 5-mal. Nein. Vielleicht kann man das wenden und nochmal verwenden. Ja, wahrscheinlich. Dann ist es 10 Euro wert. 20 Rollen drin. Ja, Leonie, was sagst du? Das ist Farben. Ist das mit Schokoladengeruch oder warum ist das so braun gefackelt? Limited Edition. Papa,
Nee, ich wieder die Vierer, die sind echt super. Warte, warte, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch Dings Milch mitnehmen. Jawohl. Hallo. So, wir haben fast alles. Wir brauchen noch Kartoffeln und Getränke. Papa holt Wasser. Ach, die waren auch im Angebot, die großen? Ja. Hä, die meisten großen? Da waren doch so einzeln verpackte. Ja. Mais nehme ich noch mit für den Salat. Nehme ich Salat mitgenommen. Nina holt Kartoffeln. Geh mal an die Kasse, ne? Wir müssen uns bewegen, ne? Wird schon unruhig, der kleine Mann. Ich warte kurz auf Selina. Da kommt sie schon. Der hat Nudeln auf dem Kopf, einfach so. Warum hat der Nudeln auf dem Kopf? Gegessen. Warte. So, ich glaube, bald brauchen wir ein LKW zum Einkaufen. Entschuldigung. Ich stehe im Weg. Gibt's hier keine. Wir haben so viel eingekauft, weil jetzt drei Leute was im Wagen getan haben. Machen wir was geschoben? Ja. So, wir machen jetzt auf die Schnelle einen Salat und Pizza zum Essen. Ja. Wir haben vorhin noch ein Beet gekauft. Jetzt bringt er mich so durcheinander, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Da bist du schon durcheinander. Hier so ein Beet. Hochbeet, 16,99. Genau, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben. Wir kennen uns ja fast gar nicht aus mit so Zeug hier. Das ist ja wie so ein Gewächshaus. Könnt ihr mir mal gerne Tipps schreiben, was ihr da einpflanzen würdet und wann man das zumacht, wann man das aufmacht und so weiter. Joni, mach mal so. Zeig mal deine Schuhe. Die haben wir vorhin beim Aldi geholt. Leuchten für süß für 8,99. Coole Schuhe. Ach, hast du schon was hochgebracht? Mhm. Na gut. So, ich habe jetzt den Futter geschnitten. Meine Schminksachen hoch. Ich habe mich nämlich und das Zeug hier hoch. Ich habe mich nämlich heute Morgen hier unten geschminkt. Die Windeln kommen hier hin. Ja, ich teste seit heute ein neues Serum. Das war gegen große Poren. Und berichte euch dann, ob ich das gut finde. So, der Kleine ist wieder wach da oben. Wie? So. Jetzt ist mir mein Concealer kaputt gegangen. Zerbrochen. Das aus Glas war. Der Shampoo muss ich noch hoch dran. So, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich. Aber wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.